drei Bemerkungen, was den Inhalt von diesem Akkord angeht. Den ersten ist, wir müssen uns freuen, der Angel hat das doch gemerkt, wir haben eine ganze Reihe von Klauseln hier, die eigentlich auf den politischen Dialog, auf die politische Situation am Partnerland aufzielen, theoretisch auch umgekehrt. Wir haben gesehen, dass die politische Situation in Armenien ganz schlecht ist. Und muss ich sich dann vorstellen, unter diesen Konditionen, also dann appropriiert, den Rapport oder das Gesetz ganz normal zu ratifizieren. Wie gehen wir eigentlich mit dem Engagement, wie wir holen, für eine Rechtsstaatlichkeit an einem Partnerland herzustellen und damit zu stabilisieren, wenn wir gesehen, dass das nicht der Fall ist. Die zweite Überlegung ist die über die ökonomische Situation und über die schwierige Relation zwischen einer Westbindung mit der Europäischen Union und einer weiterer ökonomischer Relation mit Russland, wie sie auch die armenische Ökonomie kennzeichnet. Wir hatten als Europäische Union eben genau denselben Dilemma nicht konsideriert und nicht respektiert mit der Ukraine. Und das ist eben eine Faktor gewesen, dass man das Land mit leider auch Hölle geholfen zerrappen, dass man die ökonomische Umbahnung vom Osten und der Ukraine mit Russland ignoriert hat. Hier muss ich zu meiner Zufriedenheit feststellen, dass das hier ähnlich gehandhabt wird, dass man nicht unter Druck von Russland, für das sehr behauptet, mit das einfach den ökonomischen Interesse in einer ganzen Reihe von den Republiken, die früher an der Sowjetunion wären, dass sie eine ökonomische Transition können Pferde springen, wo ein großer Teil von ihrer Ökonomie nach ob Sowjetstandard oder russische Standard halt funktioniert, und aber probiert wird, auch am Westen können Marschen zu kriegen, dass das ein Dilemma hier also besser gelöst gehen wie an der Ukraine, wo ganz viele Fehler gemerkt werden. Die dritte Bemerkung ist, wie gehen wir mit besetzten Territorien? Wir haben der Situation nicht viel mehr, aber ein ganz Party trotzdem auf der Welt. Die Frau von Nagorno-Karabach als eng von denen, denn Herr Angel hat auch die angeschwert, wir hatten in seiner Kommission diskutiert. Wir müssen insistieren, als er, dass wir aber gerne eine Linderung hätten, eine Kredibilität von der Europäischen Union, dass man nicht bei enger Situation von besetzten Territorien oder unklarer territorialer Rechtszuständigkeit ernst handeln wie an einem anderen Fall. Wir hatten zum Beispiel nach rezent, in der Fälle pur, ich will sie nicht alle aufzählen, wir haben Nagorno-Karabach, wir haben den Westsahara zum Beispiel. Und wir hatten auch für ganz kurzem eine Situation, wo der Peuple Sahrawi protestiert hat gegen die Handlung vom Conseil der Europäischen Union, weil der Europäische Gerichtshof, ich meine 2016, ich habe mir das darauf geschrieben, festgestellt hat, dass die Lokalautoritäten am Sahara Occidental müsste gefroht gehen, wann es um Handelsrelationen mit der Europäischen Union geht. Und der Conseil hat aber mit Marokko Dispositionen geholt, wo das nicht respektiert wird. Und das ist für uns als ADM eigentlich wichtig, dass wir kohärent sind, wenn wir vom internationalen Recht an vom Umgang mit Territorien, mit unsicherem Rechtsstatus schwätzen oder die an einer Okkupation sind, dass wir uns da nicht an einem Widerspruch verfängen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Nordzypern, was seit 1974 besät als Türkei bis heute die Obligationen an die Union Douanière nicht umgesetzt hat, die Membersstaat von der Europäischen Union betreffen. Auch hier, als eine Inkohärenz als Regierung probiert, nach immer Beitrittsverhandlungen mit einem Staat zu feiern zur Europäischen Union, den europäischen Recht flagrant verletzt, das ist ja alles auch nicht akzeptabel.